Es gibt nur wenige Fische, wirklich nur sehr wenige Fische, die es im Hinblick auf die Schönheit mit einem Zwergfadenfischmännchen aufnehmen können. Darüber hinaus sind die Cholisalalia auch ausgesprochen interessant. Mit diesem Film will ich jetzt aber nur das Balz- und das Ableichverhalten dieser Labyrinthfische zeigen. Das Männchen hat in der vorderen Ecke des Aquariums ein schwimmendes Schaumnest errichtet. Es benutzt dazu Pflanzenteile und selbst erzeugte Schaumblasen. Nur sehr wenige Fische verstehen es, solch aufwendige Nester zu bauen. Das Nest treibt allerdings an der Wasseroberfläche. Für den Fisch kein Problem, denn wo immer das Nest ist, ist auch das Zentrum seines Reviers. Ohne Nest hat das Männchen keine Chance, ein Weibchen herbeizulocken. Daher wird vor Beginn des eigentlichen Ableichens eifrig Schaum erzeugt. Sehen Sie, dass das Nest abdriftet? Schon seit Jahrzehnten gibt es eine Vielzahl verschiedener Cholisalalia-Zuchtformen. Da gibt es die Neonlalia, die roten Lalias, die blauen und die Regenbogenlalias. Aber ich muss sagen, die Naturform, wie wir sie hier sehen, ist eigentlich gar nicht mehr zu verbessern. Auch die verschiedensten Pflanzenteile gehören zum Bau eines Zwergfadenfisches dazu. Manchmal nicht ganz einfach, die Pflanzen loszubekommen. Jetzt hat es ja wohl geklappt. Aber da beginnt er sich schon wieder zu übernehmen. Da ist es dann mit den Schaumblasen schon ein bisschen einfacher. Der obenstehende, etwas unscheinbarere Fisch ist das Weibchen. Und man sieht, es ist richtig laichvoll. Es kommt hier, um das Nest zu inspizieren. Und es wird vom Männchen nicht etwa verjagt, sondern das Männchen steht unter ihm, spreizt voll seine Flossen und zeigt seine ganze Farbenpracht. Das Weibchen soll vom Männchen beeindruckt werden und vom Nest. Aber nein, es reicht dem Weibchen noch gar nicht. Es muss sich das Nest doch noch einmal genauer anschauen. Und das Männchen ist bemerkenswert geduldig und hat jetzt Gelegenheit, sich wieder von der besten Seite zu zeigen. Ja, dieses Verhalten sieht man wirklich nur selten bei Zwergfadenfischen. Bestenfalls am Anfang einer Laichperiode und vor allen Dingen dann, wenn die Fische sich noch nicht allzu gut kennen. So, jetzt reicht's aber. Wenige Minuten später kommt es zu der ersten Paarung. Das Männchen umschlingt sein Weibchen unter dem Schaumnest und dreht es dann gleich auf den Rücken oder auf die Seite. Wie wir sehen, sind keine Eier ausgestoßen. Es ist also eine Scheinpaarung. Das ist ganz normal am Anfang der Paarungsvorgänge. Schauen wir uns die Paarungseinleitung noch mal genauer an. Das Weibchen knabbert erst an der Schwanzflosse, dann arbeitet es sich hoch und jetzt wird es erst umschlungen. Es dauert eine Zeit lang und das Überkippen kommt.
Ich konnte nicht erkennen, ob bereits ein paar Laichkörner erschienen sind. Naja, dann wird die Zeit genutzt und das Nest ein bisschen ausgebessert. Hoppla, da ist sie schon wieder. Jetzt erscheinen die Eier. Sie sind ganz klar durchsichtig wie kleine Glasperlen und sie steigen nach oben. Der Vater unterlegt den nach oben gestiegenen Laich mit winzigen Schaumperlen, die er aus seinen Kiemöffnungen entlässt. Und zwischendurch wird noch ein bisschen am Nest gebaut. Und so folgt jetzt eine Paarung nach der anderen. Nicht immer klappt es sofort auf Anhieb, aber das Weibchen gibt nicht auf. Glauben Sie nicht, der Vater würde hier über die Eier herfallen. Was nicht direkt im Nest landet, wird von ihm aufgeschnappt und dann im Nest zwischen die Schaumblasen gebettet. Hier können wir das genau sehen. Zwischendurch gibt es auch immer mal wieder missglückte Paarungsversuche. Haben Sie das gesehen? Das Weibchen hat gerade sich Laichkörner geklaut. Da sollte der Vater aber besser aufpassen. Und hier holt sie sich sogar welche direkt aus dem Nest. Ja, Zwergfadenfische haben eine reine Vaterfamilie. Nur der Vater kümmert sich um die Brut und die Weibchen sind Laichräuber. Irgendwann ist einmal Schluss. Das Weibchen versucht noch die eine oder andere Paarung, aber sie hat wohl alle Eier abgegeben. Jetzt bleibt es dem Vater überlassen, die Brut bis zum Freischwimmen im Schaumnest zu versorgen. Die Colisalalia-Larven schlüpfen bei einer Wassertemperatur von 27 Grad nach 24 Stunden. Der Vater muss die Brut bis zum Freischwimmen noch weitere 3 Tage im Nest hüten. Dann verliert er sein Interesse an seiner Nachkommenschaft.